Hallo und herzlich willkommen. Heute stelle ich euch ein Buch vor, was euch besser macht. Egal ob im Sport, im Beruf oder bei der Rehabilitation von Krankheiten. Die beiden Professoren Jan Meyer und Hans-Dieter Hermann beschreiben im Buch Mentales Training nun bereits in der dritten Auflage, wie mentales Training sowohl theoretisch funktioniert und wie man dieses Training dann auch praktisch anwendet. Dieses Buch, und das möchte ich wirklich direkt am Anfang auch festhalten, das ist kein billiges, populärwissenschaftliches, in zwei Wochen hingerotztes Buch, sondern eine durchaus wissenschaftliche Abhandlung und auch ein praktischer Leitfaden gleichermaßen. Das Buch zitiert über, ich habe versucht zu zählen, es müsste ungefähr über 600 wissenschaftliche Studien oder Bücher zitiert sein und das gerade mal auf gut 200 Seiten, die auch noch reichlich illustriert sind. Hier kann man schon eigentlich ohne Bedenken von einem sehr gut recherchierten und mit einem wirklich wissenschaftlichen Anspruch ausgestatteten Werk ausgehen. Generell kann man bezüglich seiner eigenen Leistung immer davon sprechen, dass es mittlerweile eigentlich wirklich einen großen Konsens auch in der Sportwissenschaft gibt und generell in der Wissenschaft in Bezug auch auf die Gehirnforschung, dass man mit mentalen Training und wirklich eigentlich nur mit mentalen Training auch sein absolut persönliches Maximum erreichen kann. Und das absolute Maximum ist vor allem im sportlichen Wettkampf und auch im ärztlich verantwortungsvollen Umgang mit Menschen gefordert. Und entsprechend sind das auch Kernthemen in dem Buch. Aber zunehmend wird auch in der Produktion und den immer komplexer werdenden Anforderungen im beruflichen Alltag hohe Leistung erwartet. Und auch diesen Bereich deckt dieses Buch ab. Aber fangen wir von vorne an. Es folgt grob gesagt erstmal ein Theorieteil und ist dann gefolgt von dem Praxisteil. Wobei auch oft im praktischen Teil oft auch wieder auf Theorien referiert wird oder auch nochmal explizit angesprochen werden. Das Buch ist gerade was die neuronalen Netzwerke angeht am Nabel der Zeit. Das möchte ich auch hier nochmal explizit herausstellen. Die Grundlage unserer Aktivitäten, die wir sozusagen im Alltag vollziehen, diese Grundlage, das sind immer neuronale Netzwerke. Und diese dem Laien verständlich zu erklären, ist nicht immer leicht und wurde aber hier zu meiner Zufriedenheit gelöst. Kann ich einfach so sagen. Auch dass im Theorieteil einige philosophische Einflüsse zu erkennen sind, stört überhaupt nicht, da die Philosophie letztlich in jeder Wissenschaft, die sich mit dem Menschen und dessen Ambitionen beschäftigt, quasi Grundlage ist. Zumal bei diesen kleinen Exkursen immer wieder schnell der Übergang zur konkreten Thematik mentales Training auch geschaffen wird. Es werden explizit alle gängigen Techniken des Mentaltrainings, die es so gibt und von denen ich weiß, auch vorgestellt. Da wird nicht nur davon geredet, dass man sich Dinge vorstellen soll, sondern man unterscheidet zwischen eben sprachlich-symbolischen Ansätzen, räumlich-bildhaften Ansätzen und kinästhetischen Ansätzen. Und diese Differenzierung kann auch durchaus als Qualitätsmerkmal bezeichnet werden für dieses Buch, weil in anderen Büchern diese eben nicht enthalten sind. Da wird pauschalisiert. Auch geht die Differenzierung weiter, indem man die individuelle Vorstellungsfähigkeit, das Alter als auch die Wirksamkeitserwartung des Trainierenden als Faktor mit einbezieht und nicht einfach nur ein System quasi über alles stülpen möchte, sondern halt wirklich differenziert. Weiterhin wird auch aufgezeigt und auch immer wieder belegt, das ist das Wichtige, dass Mentaltraining nicht nur bei kognitiven Bewegungsaufgaben sinnvoll ist, sondern auch bei rein motorischen Bewegungsaufgaben. Weiterhin positiv, die Liste der positiven Dinge ist lang. Weiter positiv ist anzumerken, dass einem hier nicht das Blaue vom Himmel versprochen wird, sondern man realistische Erwartungen schürt und damit der wirklich grundseriösen und bodenständigen Linie dieses Buches auch treu bleibt. Beim Lesen der teilweise sehr fachspezifischen Themen findet man
häufig, nicht immer, aber häufig auch so eine kleine Zusammenfassung, die in Fettschrift geschrieben ist. Und das macht wirklich Sinn, weil da kann man Kapitel, die einen vielleicht nicht ganz so tangieren oder zu sehr in die Tiefe gehen, auch einfach überspringen, weil diese Thematik einen im Endeffekt nur peripher interessiert. Auch das macht das Lesen des Buches eben zum angenehmen Erlebnis. Und auch die Illustrierungen, die Illustrationen, die hier enthalten sind. Im Praxisteil wird dann wirklich sehr konkret gezeigt, wie man bei welcher Sportart oder bei welchem Beruf, kann man natürlich nicht auf alle eingehen, aber auf viele, man kann ja davon dann adaptieren, vorgehen sollte und ja, wie man das mentale Training da benutzen könnte. Die Quintessenz, die für alle gilt, ist quasi, dass man dreimal täglich 10 Minuten mental trainieren sollte und das dann aber auch schon ausreicht, um sich signifikant zu verbessern. Auch wenn der Fokus meiner Meinung nach dann zwar doch eher auf dem Sport liegt als auf dem beruflichen Umfeld, weil das auch Sportprofessoren sind, also da glaube ich unterrichten, wird ihm trotzdem eine angemessene Beachtung geschenkt. Gerade deshalb, weil viele Kriterien des sportlichen Wettkampfs auch für die Arbeit selber gelten, wie dass man zum Beispiel eine Handlung vollzieht, an deren Ende ein Ergebnis steht und man ausgehend von diesem Ergebnis eine positive oder eine negative Rückmeldung bzw. Konsequenz erwartet. Auch dass die Leistung meist in einer vorgegebenen Zeit zu vollbringen ist, sowohl im Sport als auch im Beruf, und eine misslungene Aktion oftmals nicht rückgängig gemacht werden kann und von daher besonderer Fokus auf die korrekt ausgeführte Aktion gelegt wird. So kann man das mentale Training wirklich auch in allen Bereichen einsetzen, in der Musik, in der Luftfahrt, in der Medizin und wirklich in fast allen Bereichen des menschlichen Lebens. Am Ende im letzten großen Kapitel wird dann nochmal so richtig Praxismaterial an die Hand gegeben, wie konkrete Fragebögen und Analysebögen und so weiter. Und ich kann beim besten Willen echt nichts Negatives von Inhalt berichten. Ich bemühe mich immer, positive wie negative Seiten zu beleuchten. Einzig und allein der Preis von 40€ ist schon recht hoch, aber ganz ehrlich, gemessen an der Qualität des Buches. Und also das ist absolut angemessen, das ist auch nichts Negatives. Das ist kein Buch für mal schnell ein paar gute Tipps abzustauben, sondern für die konkrete Planung, für die Durchführung und die Analyse von mentalen Training auf absolutem Top-Niveau, top recherchiert und ja, also besonders geeignet entsprechend für Menschen, die sich auch beruflich damit auseinandersetzen. Aber auch der sehr engagierte Privatmann, der im Tischtennisverein spielt oder was auch immer, kann hier durchaus einen richtigen Leistungspush sich da holen. Allerdings langfristig und sicherlich auch nicht in dem Maße, wie es oft in amerikanischen Büchern geschildert wird. Aber er muss konsequent mit diesem Buch arbeiten. Ich persönlich bin begeistert und kann endlich mal wieder nach langer Zeit für ein Buch wieder volle 5 Sterne vergeben und sage aus meiner Sicht absolute Kaufempfehlung.